Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Ja, im letzten Part haben wir hier eine große, große Landschaft an Leichen zurückgelassen, die wir jetzt ausbeuten. Wobei, ich glaube, das hat keinen größeren Sinn, wenn wir, weil die haben irgendwie alle dieselben Waffen. Oh, da ist einer tot. Ich könnte mal die Schamanen ausnehmen, mal gucken, was die so für uns hat. Ja, gut. Können wir gebrauchen, so minimal. Ja, gehen wir mal zurück zum Hauptmann. Der hat nämlich ein paar Fähigkeiten. Ach, komm mal her bitte. Liebe Kladdis, du bist verwundet. Ich sehe das. Heilen wir dich mal ein bisschen. Tadam. So. Yay, das ging aber schnell. Hallo. Ah, ihr seid zurück. Seid ihr nun bereit für den Kampf? Könnt ihr mir nicht etwas beibringen? Ja. Ich habe ja schon erzählt, dass ich bei Hiebwaffen mit meiner Hauptfigur bleiben werde. Es wäre blöd, jetzt noch auf Fechtwaffen oder Schwerter oder sonst was umzusatteln. Beziehungsweise bei Schwertern. Ach ja, ist auch eine Einhandwaffe. Egal, auf jeden Fall, ich werde jetzt nicht mehr umsatteln. Das würde zu viele Punkte, die ich jetzt schon auf Hiebwaffen investiert habe, einfach zu... Ja, weiß ich auch nicht. Blöd sein, so, ja. Was wir ganz dringend brauchen für unsere lieben Menschen hier, ist die Rüstungsgewöhnung. Und zwar, ja, für Rulana. Und für Vorgrim. Weil die beiden schleppen ja, nein, Vorgrim. Die beiden schleppen ja sehr viel Rüstung mit sich, wie wir beide, ne, du und ich, wissen. Körperkraft 14 ist 8 Steigerungspunkte. Hast du keine Steigerungspunkte mehr, oder was? Leer, ja, Punkte benötigt. Okay. Schildkampf. Dieser Sonne kann man ein Schild zusammen mit der eigenen Waffe. Du trägst gar keine. Du trägst kein Schild. Du trägst ein Schild. Also können wir dir das mal beibringen. Ja, das ist sehr wichtig, weil die schleppen ja so viel Metall und Blech mit sich rum und deswegen ist es ziemlich von Vorteil. Hast du eine Behinderung? Behinderung 4. Ja, hast du. Körperkraft können wir dir ja... Ach Mist, die können wir nicht hochskillen, egal. Geht ja. Ah. Ach schon. Ah. Ah, jetzt, ja. Offensiver Kampf. Konnte ich mal den beiden beibringen? Ah, keine Ahnung. Ja, die werden wir doch mal schnell dir beibringen. Auch ganz nützlich. Finte, nö, umreißen. Oh, die brauchen... Nee, du, hier, da. Fruchtschlag. Niederwerfen, hast du? Okay. Auch. Kraftwurf. Nee, das ist Quatsch. Wir benutzen gar keine, Dingens hier. Niederwerfen, offensiver Kampfstil 1 brauchen wir dazu. Mensch, euch fehlt irgendwie eine Menge. Also wir brauchen defensiver Kampfstil. Ich hab das gar nicht, ne? Nö, weil ich ja, eigentlich benutze ich das ja nicht, ne? Ja, egal. Egal, auf jeden Fall dieser Hauptmann hier, der würde euch sehr gut helfen, wenn ihr mal irgendwie so Krams braucht. So für, gerade für Nahkämpfer. Dir haben wir eben was gegeben. Das, da rüsten wir dich mal mit aus. Mit dem... wo war es denn? Offensiver Kampfstil. Da. Weil wenn man darauf klickt... Ich lese euch mal vor. Ja, ist jetzt zu viel. Ja, auf jeden Fall kämpft denn der Charakter, der mit dieser Eigenschaft hier ausgestattet wird, kämpft denn hauptsächlich halt... Aggressiv und nicht defensiv. Das ist eigentlich selbsterklärend, oder? Ich glaube ja. Ja, dann wäre halt der defensive Kampfstil, den man Kladdis oder so ganz gut beibringen könnte, weil sie ja eher so die zarte Elf ist, sagen wir mal so. Blöd, dass ich dir das jetzt nicht beibringen kann. Du hast zu wenig Steigerungspunkte, oder? Ja, ich glaube schon. Naja, egal. Was hatten wir vor? Wir hatten vor, nicht auf unser Inventar zu gehen. Oh. Hier, Quest. So. Das Lager der Plünderer. Der Hauptmann hat mich gebeten, auf meinen Reisen Ausschau nach dem Lager der Goblins zu halten.
Solange die Stadtwache nicht weiß, wo sich ihr Feind versteckt, werden sie immer in der Defensive sein. Ja, dann wollen wir denen mal helfen. Wegen der Goblin, bla bla. Ihr seid zurück. Habt ihr Neuigkeiten? Noch nicht. Ich habe noch einige Fragen. Fragt nur. Wer ist dieser Ogre? Die Leute erzählen sich, sein Name sei Bonnie, oder so ähnlich. Mehr weiß ich auch nicht und muss auch nicht wissen. Ja. Nö, okay. So. Haben wir eigentlich noch irgendwie eine Quest? Der Weg nach Molosch. Finde Gerling. Ja, das wäre unsere Hauptquest jetzt. Der Meistertrank. Das können wir auch hier erledigen. Allerdings nicht jetzt. Weil der Weg ja dicht ist. Gut, dann machen wir uns mal auf die Suche nach dem... habe ich die Quest da ausgewählt? Ja, habe ich. Nach dem Goblin-Lager. Kommt ihr mir auch hinterher, brav? Ja? Ja, komm her, Rulana. Dich beißt schon keiner. Achso, ich kann euch mal eben zeigen, dass die... Behinderung runtergegangen ist auf 3. Das ist zwar nicht sehr viel, aber es ist immerhin was. Meine Behinderung besteht nur aus 1, weil ich diese wunderschönen Flammen, diese Flammenrüstung habe. Wow, und da sind schon, wie ihr seht, wow, eine Schamanin und allmöglichen Krams. Allmöglichen Krams, das sage ich immer so, wenn ich Gegner meine. Die wollen uns angreifen, ne? Ach, da sind sie ja. Ach, da seid ihr ja. So ein Feuerball, Junge. Bam. Ja, Schamanen, angreifen bitte. Wow, und jetzt blinkt er ganz cool. Du greifst auch schon mal an, und zwar mit Pfeilhagel. Dann schalten wir die ganz schnell aus. Und Katzong. Husch. Wow, das hat sich schon ganz schön verletzt. Nein. Nein. Klar, das wird angegriffen, das ist nicht gut. Dann wechseln wir mal eben hier auf das Rapier. Aua. Hätte ich auch angegriffen. Ja, ich werde von 2 Seiten angegriffen. Oh, fuck. Ist das die, die ich gerade angreife? Auf wen habe ich das gemacht? Weil das, man sollte das irgendwie nicht in seiner Nähe machen. Das wäre scheiße. Kommt mal bitte wieder einer zurück und kann mir mal helfen. Ich muss alles alleine machen hier. Ich muss mich heilen, sonst bin ich gleich tot. Ich dachte, die bleiben da stehen. Und ich dachte, das wäre ein Bogenschützen. Falsch gedacht. Oh Gott. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich merke es. Ich weiß es. Ich weiß es. So. Nochmal heilen. In der Hoffnung, dass er mich nicht tot schlägt. Komm, mach mal eben den hier platt, weil sonst bin ich gleich am Arsch. Oder, ja, kümmert euch mal um den. Der ist wichtiger, weil der mich angreift. So, okay. Jetzt habe ich keinen mehr, der mich angreift. Auch gut. Klar, das braucht mal Hilfe. Wäre auch nicht schlecht. Die ist nämlich gleich auch weg. Ah, Mann, immer diese nicht so starken. Ach, da ist einer. So ein Spacko. Klar, das halt durch. Bitte. Bitte, bitte durchhalten, bitte. Ja, zauber mal bitte Klattis wieder gesund. Oder ja, hau mal hier einen elementaren Diener hin. Ich bin auch mit meinen ganzen Fähigkeiten nicht so vertraut. Das sind so alle so neu und so cool und deswegen... Moment. Wow, es wird auf einmal alles rot. Hilfe, ich sehe nichts mehr. Wow, Fuchtel, Fuchtel. Klattis muss sich immer noch heilen. Nee, eher... Oh, Rulana. Oh, oh. Die wird auch die ganze Zeit angegriffen von dem Spaß da hinten, ne? Soll ich mal zurückrennen? Ja, ich renne jetzt zurück. Ich kann mich nicht bewegen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Danke. Kommt ihr mir mal bitte hinterher, alle? Ich muss euch heilen. Ich will nicht, dass ihr sterbt. Ja, jetzt ist sie gestorben. Hier rein, bitte. Kommen die mir hinterher? Ich wollte gerade sagen, das kann es ja gar nicht sein. Oh, alle tot. Halbtot jedenfalls.
Ulana, komm her. Arme Frau, muss dich heilen. So. Ja, der kann das brauchen. Du kannst... Oh, meine neue Anordnung hier. Ist wie auf meinem Schreibtisch. Ich finde nichts wieder. Nein, ich finde alles wieder, was ich suche. Vergiftung ohne Ende. Habe ich dir Vergiftung beigebracht? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon, aber ich habe da keine... Hatte ich da drin irgendwie nicht ausgebildet. Naja, egal. Mich kannst du mal wieder dingsen hier. Ich mich. So, Glitzer, Glitzer. Oh, okay. Kann ich eigentlich den elementaren Diener heilen? Ja, cool, kann ich. Wo ist er denn? Hallo. Da ist er. Ich nenne dich... Wie nennen wir dich denn? Leute, ihr dürft dem elementaren Diener, der jetzt so mit Rat und Tat jedes Mal zur Seite stehen wird bei irgendwelchen Kämpfen. Uns, ja. Uns wird er zur Seite stehen, ja. Könnt ihr gerne jetzt irgendwie benennen. Wenn euch ein Name einfällt, dann sagt es mir. Schreibt es mir in die Kommentare. Dankeschön. Vielen Dank. So, ja, jetzt wenden wir euch mal wieder zu. Bei Spackos. Ach, du hast ja hier deinen Bogen. Du bist ja eigentlich in erster Linie Bogenschütze, ne? Das wollen wir ja nicht vergessen. Bogen zu Bogen gesellt sich gern. So, jetzt kämpfen wir mal gegen dich, wir beide. Uisch. Tot. Mann, ey, du bist so geil, Kleines. Richtig gut. Ja, Entschuldigung, ich finde die Frau cool. Ach, schon beide tot. Das ging ja schneller als gedacht. Muss ich noch zufällig mal irgendwie mal Bögen kaufen? Pfeile? Ja, so langsam, ne? 17 Pfeile habe ich noch. Warte mal. So. So. Ja, wäre nicht schlecht, aber im Moment reichen sie noch. Ansonsten hast du ja noch hier, Kirchens, ne? Rapier. Ein Kurzbogen. Nö, brauchen wir nicht. Latschen wir mal hier weiter. Da, 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 da. Oh, ein Wasserfall. Wie schön. Wolken. Die einfach nur stehen. Auch schön. Stehende Wolken. Wow. Eine Brücke. Wow. Ein Fluss. Cool. Natur. Toll. Pollenallergie. Achi. Okay, okay. Da kämpft irgendwas. Was ist da passiert? Hilfe. Okay. Sollten wir näher kommen? Ich weiß nicht. Ja, gut. Wie viele sind das? Viele. So ein Feuerball. Junge. Bam. Entschuldigung, ich muss mir diesen Spruch mal abgewöhnen. Ist ja furchtbar. Goblin Berserker. Ne, Berserker heißt das Ding. Nicht Berserker. Wie sie alle auf einen Zuge hampelt, wumpelt, dingsens kommen. Hässlich. So, du greifst den nochmal an. Du hast gerade gar keine Waffe irgendwie? Doch. Er greift dich an. Die Spackos. Spaßlos. Ja. Süß. Ah, Hilfe. Hilfe. Hallo. Hilfe. Hilfe. Ach nee, der ist schon tot. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Oder ja, heil mich mal. Wäre auch eine gute Idee. Ah, die sind nervig, diese Goblin-Berserker da. Aber echt mal. Bitte überleb. Danke. So, und jetzt nochmal sie. Ihn da. Nee. Einen von denen. Danke. Oh. Ja. Hält sie es durch? Ja, klar. Sie hält es durch. Unsere Kladis hält das durch. So, die machen wir jetzt noch alle.
Yay, wie synchron die so ins Nichts gefallen sind. Äußerst interessant. So, gut. Heilen wir uns mal. Oh, unser elementarer Diener ist tot. Naja. Er war ja treu bis zum Schluss. Oh, Gardista von Talon liegt hier. Ein Edelmann. Hä? Okay, ein toter Edelmann. Okay, hier wird es irgendwie dunkler. Das finde ich nicht so schön. Hilfe? Okay. Hallo, wer bist du? Ach, der Macker hier. Grüezi! Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr besucht diese Gegend zu einer wahrhaft interessanten Zeit. Wusstet ihr eigentlich, dass in manchen Kulturen die Redewendung "mögest du interessanten Zeiten leben" ein Fluch ist? Das zeigt wohl, dass intelligente Lebewesen die Langeweile schätzen, während sie diese Abwechslung fürchten. Während sie die Abwechslung fürchten. Was? Was labert der für ein Scheiß? Wer seid ihr? Namen sind nur Schall und Rauch. Und wo wir gerade von Schall und Rauch sprechen... Ey. Was? Wer hat das gesagt? Irgendwer hat da noch eben... Ach, da! Da vorne. Hust. Ey, was hustest du so? Ankrokon. Könnt ihr es riechen? Der drückende Gestank verdorbener Kreaturen, die allen Friedlichen nach dem Leben trachten, liegt in der Luft. Sie besudeln alles, was sie berühren. Fuchtel nicht so mit deinem... Sie plündern, rauben, zerstören und morden, wo immer sie auftauchen. Vor mir rum. Was würde ich für ein Unwetter geben, das sie alle von Deres Antlitz hinwegfegt? Doch auf das Schicksal nicht zu hoffen ist, das weiß ich nun mal allzu gut. Es liegt wo an mir... Bla. Ja, er labert über die Goblins. Das ist wirklich nicht zu verkennen. Und er ist ein Elf, wie man sieht, weil er hat gezupfte Augenbrauen. das sind harte Worte. Scheint, als hegt ihr einen persönlichen Groll mit diesem Oger und seiner Bande. Mag sein, aber meine Gefühle sind nicht mehr von Belang. Hier geht es um mehr. Manche Dinge dürfen niemals ungesühnt bleiben. Auch das, was dieser Haufen Abschaums dort unten verbrochen hat. Und dann redet er jetzt davon, dass diese blöde Ogerbande da ein Teil von seiner Familie, Freunden und so weiter umgebracht hat. Tut mir leid, das zu hören. Ich wünschte, euer Verlust könnte ungeschehen gemacht werden. Ich kann euch nur allzu gut verstehen. Ich werde euch im Kampf gegen die Oger helfen. So. Tatsächlich? Gut, dann kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Ja, gut. Im nächsten Part werden wir dann diesem, wie heißt er denn? Ankrokon im Kampf zur Seite stehen. Gegen die Oger. Ja, genau. Das werden wir tun. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo der langlatscht. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.